ich freue mich gleich zu Anfang mit Roland Olbricht, einen sehr bekannten, einen in der OSM-Community sehr bekannten Menschen vorzustellen. Der hat nämlich die, ist der Vater der Overpass-API und er erzählt uns heute etwas über, spricht heute über ein neues Datenmodell oder mehr Schaltflächen auf osm.org. Und er wird dort über die Arbeit der im Herbst 2021 neu gegründeten Engineering Working Group der OpenStreetMap Foundation reden. The floor is yours. Willkommen zu meiner Vorstellung der neuen Engineering Working Group, getarnt als Vortrag unter dem Titel Neues Datenmodell oder mehr Schaltflächen auf osm.org. Die Engineering Working Group ist eine Arbeitsgruppe der OSM Foundation, weswegen ich kurz erklären will, was die OSM Foundation ist. Die OpenStreetMap Foundation ist die Eigentümerin der Server und der Daten, denn irgendwem müssen die OpenStreetMap Daten formal gehören, damit nicht nahezu beliebige Leute die Daten beanspruchen können. Die OpenStreetMap Foundation wiederum gehört ihren Mitgliedern, vorwiegend den aktiven Mappern. Sie ist aus historischen, praktischen Gründen im Gründungsland von OpenStreetMap in Großbritannien angesiedelt. Wie vereint nun die OpenStreetMap Foundation die Interessen von so verschiedenen Gruppen wie den Draußen-Mappern, den Armchair-Mappern, Entwicklungshelfern, detailverliebten Indoor-Mappern wie mir, Software- und Kartenstilentwicklern, den Autoren von Handy-Apps, Datennutzern, Behörden, Hilfsorganisationen und vielen weiteren? Im Grunde genommen gar nicht, denn das wäre gar nicht möglich, sondern stattdessen hält sie sich aus diesen Dingen so weit wie möglich heraus. Sie ist nämlich nicht Eigentümer von ganz vielen Dingen, die wichtig sind im OSM-Ökosystem, wie zum Beispiel JOSM, ID, Level 0, Vespucci, zahlreiche andere Software, aber ihr gehören auch keine Luftbilder, nicht die Wochennotiz als zentrales Medium. Sie besitzt keine Local Chapter und auch Gruppen wie HOT würden nicht zu, stehen nicht unter direkter Kontrolle der OpenStreetMap Foundation. Das hat den Riesenvorteil, dass die OpenStreetMap Foundation für all diese Aufgaben keine Mitarbeiter braucht, was wiederum den Vorteil hat, man muss nicht, wenn solche Aufgaben strukturell wegfallen würden, den Mitarbeitern einen neuen Arbeitsplatz verschaffen oder sie müssten würden ihren Arbeitsplatz verteidigen, indem sie nutzlose Strukturen erhalten. Eine Fallstudie. Es gab vorher einen Editor, Portlet hieß er, für OpenStreetMap-Daten. Das ist einer der ältesten Editoren gewesen. Er basierte allerdings auf einer eigentümlichen Programmiersprache aus der Frühzeit des Webs, Flash genannt. Das existierte, weil die Hersteller von Flash sehr schnell darin waren, sich auf den verschiedensten Browsern zu verbreiten. Und Flash ist in allgemeine Ungnade gefallen, weil es zahlreiche Sicherheitslücken aufgewiesen hat. Und wenn nun die OpenStreetMap Foundation einen Experten für Flash beschäftigt hätte, wäre es schwierig gewesen, den Abschied von Flash zu finden. In ähnlicher Weise mit anderen Technologien wäre man nicht geschafft, von den Technologien loszukommen. Da nun die OpenStreetMap Foundation keinen entsprechenden Mitarbeiter hatte, konnte man in Ruhe abwarten und zusehen, wie außerhalb der OpenStreetMap Foundation der ID-Editor zur Alltagsreife gekommen ist und konnte dann ohne große Komplikation einfach den Haupteditor oder einfach sogar nur die Empfehlung des Editors von Potlatch auf ID umschalten. Wer Potlatch gerne weiter benutzen wollte, konnte Potlatch weiter benutzen, noch für einige Zeit. Wer ID schon benutzen wollte, auch vor der offiziellen Freischaltung, konnte schon vorher damit experimentieren. Und der OpenStreetMap Foundation hat es halt wenig wehgetan, weil man musste organisatorisch nichts stemmen, sondern im Grunde genommen nur ein paar Webeinstellungen ändern. Das wäre mit Mitarbeitern viel schwieriger geworden. Die anderen beiden Fallstudien liegen genau andersherum, weswegen ich sie A und B getauft habe. Die Mailingliste wird tatsächlich von der OpenStreetMap Foundation betrieben, einfach damit es noch einen, neben den Kommunikationskanälen einfach auch einen Kommunikationskanal gibt, der sozusagen offiziell von der OpenStreetMap Foundation ist. Und da gibt es nun schon seit Jahren Begehrlichkeiten
von einigen Kulturkreisen dort ihre kulturellen Normen durchzusetzen, auch wenn sie für den Rest der Welt weitestgehend unverständlich sind. Und das ist ein Thema, was seit Jahren Nerven und Aufmerksamkeit in der OpenStreetMap Foundation kostet, ohne dass deswegen auch nur eine einzige Mail sich ihrem Inhalt nach geändert hätte. Und das zweite Beispiel für wie die Kontrolle oder Besitz, in dem Fall aber die scheinbare Kontrolle, auf einmal Begehrlichkeiten anzieht, ist, dass von einer anderen Gruppe nachhaltig der Wunsch geäußert würde, ob die OpenStreetMap Foundation nicht aktiv anfangen könnte, im Tagging herumzumanagen. Wollen wir auf keinen Fall. Und auch da würden die, gäbe es schnell das Risiko, dass die, wenn man diesen Begehrlichkeiten nachgibt, dass man sich ein schwerfälliges Gremium halten müsste, im schlimmsten Fall bezahlt, dass dann anschließend alle Sonderfälle, wie sie in der realen Welt auftreten, aggressiv bekämpft, weil es ihre eigene Position gefährden würde. Das Problem haben wir nicht, denn wir haben keine Mitarbeiter dafür. Stattdessen taggt jeder so, wie es will, wie er will. Und die Kompetenteren unter den Datennutzern kommen da problemlos mit zurecht. Und für die anderen ist es ein freundlicher Hinweis, dass sie vielleicht auch einfach mit der Aufgabe überfordert sind. Die OpenStreetMap Foundation besteht aus dem Vorstand, im Englischen OSM Board. Das sind 7 gewählte Ehrenamtliche, die werden direkt von den, wie erwähnt, aktiven Mappern, das heißt den Mitgliedern der OSM Foundation, gewählt. Und es gibt darüber hinaus die Working Groups, in denen die eigentliche Arbeit gemacht wird, die wiederum möglichst unabhängig vom Vorstand sind und auf keinen Fall vom Vorstand kontrolliert werden sollen. Dazu gehört als prominenteste die Data Working Group, deren Aufgabe ist es, Konflikte rund um die Inhalte der Datenbank zu klären. Also zum Beispiel Vandalismus zu bekämpfen oder bei Streitigkeiten eine Einschätzung abzugeben. Es gibt die Operations Working Group, die sich darum kümmert, dass tatsächlich auch die Server, auf denen sich die Datenbank befindet, funktionieren. Es gibt die Membership Working Group, die sich darum kümmert, dass tatsächlich auch die Mitglieder der OSM Foundation alles reguläre Member sind, die entweder ihren Mitgliedsbeitrag bezahlt haben oder aktive Mapper sind oder andere Leistungen erbracht haben, die äquivalent zu den aktiven Mappern anerkannt werden. Es gibt die Communications Working Group, die die Pressemitteilungen schreibt. Es gäbe noch weitere Working Groups, die weniger aktiv sind, die ich hier aber nicht erwähnen möchte. Und schlussendlich gibt es die Engineering Working Group, die hier zum Schluss steht, denn wir wollen gleich noch über sie sprechen. Ihre Aufgabe ist es traditionellerweise gewesen, die Entwicklung von OSM-bezogener Software zu koordinieren. Und die neue Engineering Working Group hat mehr Aufgaben bekommen, aber dazu kommen wir gleich. Und um die Server tatsächlich in Betrieb zu halten, gibt es für die OpenStreetMap Foundation ein jährliches Budget von etwa rund 100.000 Euro pro Jahr. Es gibt demnächst jetzt einen ersten Mitarbeiter. Hintergrund dazu ist, dass die Operations Working Group ausdrücklich wollte, dass sie sich ihre Arbeit so weit professionalisiert, dass jemand hauptendlich zuständig ist für die Wartung und Pflege der Server. Und wir haben aktuell 2 Quasi-Mitarbeiter. Das ist einmal unsere Buchhalterin mit einem relativ geringen Betrag, aber ohne professionelle Buchhaltung wären die Beträge, auch die kleinen Beträge der OpenStreetMap Foundation nicht mehr sinnvoll zu managen. Und unsere zentrale Verwaltungskraft, Lucia, die ohne die mittlerweile die Arbeit des Boards auch ehrlicherweise nicht mehr funktionieren würde. Gut, wie funktionieren nun die Finanzen der OpenStreetMap Foundation? Es gibt freundlicherweise jedes Jahr einen Report des Schatzmeisters. Und um etwa die Dinge ins Verhältnis zu rücken, wir haben 20.000 Euro etwa jährliche Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen natürlicher Personen und rund 80.000 Euro aus den Einnahmen von Mitgliedsbeiträgen von Firmen. Ja, wir haben dadurch kein Stimmrecht, aber halt so ein bisschen Sponsoring, Werbe, ähnliche Maßnahmen. Ihr Logo darf halt auf unserer Website stehen und ähnliches.
Aber eigentlich geht es dabei um Schnickschnack, weil den Firmen wie auch uns ist klar, der Wert daran ist, dass OSM weiter funktioniert. Und es gäbe in Jahren mit funktionierender State of the Map-Konferenz auch durchaus in fünfstelliger Höhe Überschüsse aus einer State of the Map-Konferenz. Aber ehrlicherweise ist jetzt Covid noch nicht so weit vorbei, dass man sagen kann, ob es in den nächsten Jahren wieder eine zuverlässige Einnahmequelle wird. Denn selbst lange vor Covid wollen wir die State of the Map auch mal in Regionen der Welt machen, zu denen dann so wenig Leute hinfahren, dass es schlicht einfach ein mit Mühe kein Zuschussgeschäft wird. Da habe ich das einfach mal außen vor gelassen, wenn es darum geht, eine Einschätzung der Stabilität der Finanzen zu bekommen. Und tatsächlich stehen diesen jährlich wiederkehrenden Einnahmen jährliche Ausgaben gegenüber, neben der Abschreibung der Hardware, damit wir auch rechtzeitig neue Server verkaufen können. Das ist das vor allen Dingen Kosten für die Internetanbindung in sehr viel geringerem Ausmaße Strom. Und ein dicker Posten ist nochmal Versicherung. Und das macht insgesamt aus, auch Ausgaben, die etwa in der Größenordnung von 100.000 Euro liegen. Also es ist so, dass wir mit dem, was wir einnehmen, für den eigentlichen Serverbetrieb gerade so durchkommen. Aber darüber hinaus gibt es einmalige Spenden in durchaus beachtlicher Höhe. Dies 2021 hat hier ein Rekordjahr markiert. Eigentlich unter den Nebenbedingungen, dass wir den größten Teil des Geldes, 220.000 Euro etwa davon, dafür bekommen haben, damit auch Personal zu bezahlen. Während in den Jahren davor gab es durchaus auch mal sehr wenig Geld aus diesen einmaligen Spenden. Es ist also eine stark fluktuierende Summe, womit es sich eigentlich, abgesehen von der Zweckbindung, eher nicht so anbietet, damit jetzt feste Stellen aufzubauen, weil man weiß nicht, ob man die Leute durchzahlen kann, wenn man sie irgendwann ziehen lassen müsste oder ob man sie überhaupt wieder eingestellt kriegt. Womit sich also die Frage ausstellt, wie gibt man dieses Geld sinnvoll dann aus? Die Idee dahinter sind Microgrants. Das sind einmalig 10 mal 5.000 Euro gewesen, um OSM zu verbessern. Das war jetzt erstmal ein Testballon, um von den hohen Überschüssen mal 50.000 Euro auszugeben und zu sehen, ob man dafür ernsthaften Gegenwert bekommt. Wie sich herausstellte, gibt es zwei Arten von Projekten. Das sind einmal die Projekte gewesen, die einen örtlichen Bezug haben: Ausstattung, Veranstaltungen, Sondersoftware, Mapping-Partys, Werbeflyer. Die Kreativität der Interessenten war da durchaus groß, aber auch Softwareprojekte, und zwar hier geht es nur um Software von globalem Interesse, Software, die spezielle Daten aus speziellen Formaten abgleicht oder importiert, wäre eher ein örtliches Projekt. Nun, die Software von globalem Interesse hat gut funktioniert, aber sie braucht eine völlig andere Betreuung als die örtlichen Projekte, weswegen es den ausdrücklichen Grund gab von dem Microgrants-Komitee als Ergebnis: Das soll eine andere Working Group machen. Und damit ist es genau die Aufgabe der Engineering Working Group, das, ehrenamtlichen Mitgliedern, möglichst unabhängig vom OSM-Vorstand. Das klappt momentan noch nicht so gut. Wir haben von den 5 aktiven Mitgliedern, gehören 2 dem OSM-Vorstand an. Sie schreibt kleine Softwareprojekte aus. Ich verwende den Begriff kleine, weil wir ein jährliches Budget von 50.000 Euro anstreben. Sie führt auch weiterhin die Aufgabe fort, die Entwicklung von OSM-Software zu koordinieren. Es ist halt mengenmäßig unbedeutend. In den so 3 bis 6 Monaten, je nachdem, was man als Beginn zählt, haben wir so je nachdem, wie man die Anfragen zählt, etwa eine Anfrage nach Koordination von Software bekommen. Es gibt einen relativ großen Block noch, das ist die Google Summer of Code. Da sponsert Google Studenten die Arbeit an Open Source Projekten, um diese Studenten an Open Source heranzuführen. Und das machen die bisherigen Betreuer, die formal nicht der Engineering Working Group angehören, aber sehr gut, weswegen es keine Pläne gibt, das zu ändern. Ja, wie kommt denn die Engineering Working Group zu ihren Mitgliedern? Im Februar 2021 gab es eine E-Mail vom Vorsitzenden der Operations Working Group an alle, die sich mal auf Mailinglisten oder sonst wo zur alten Engineering Working Group geäußert haben. Und da gab es dann ein bisschen hin und her, bis die Leute tatsächlich zusammen waren, die motiviert waren, sodass es erst im November 2021 die tatsächliche Gründung durch die dann Interessenten gab.
Und einen zweiten Aufruf zur Mitarbeit im OSMF-Blog und in der Wochennotiz, damit auch wirklich jeder mitkriegt, dass die Working Group jetzt gerade offen steht. Wir haben dann auch fast alle weiteren Interessenten aufgenommen. Ich sage fast, weil bei einer Person gab es starke Zweifel daran, ob sie von ihrer Persönlichkeit her zuverlässig ist. Und bei einer anderen war es so, dass sie einfach überhaupt nahezu keine Übererfahrung mit OSM hatte, irgendwie einen Edit in ihrer ganzen Mapper-Karriere gemacht, an eine Adresse einzutragen oder ähnliches. Sodass sie in der Summe dann auf derzeit zwar eine relativ gute Mitgliederliste kommen, aber nur fünf davon sind aktiv, die anderen sind leider wieder inaktiv. Ist eigentlich zu wenig, aber gut, das hat versucht, eine Working Group aufzubauen. So, unser Anspruch wäre es, zum Beispiel jetzt mal bei den OpenStreetMap-Website-Issues abzubauen. Von den 460, die gerade offen sind auf GitHub, sind etwas über 400 schon mehr als ein Jahr alt. Es gibt noch mehr Repositories, aber es macht klar, dass das Problem auch eher eines ist, zu priorisieren und das Sinnvollere auszusuchen, als überhaupt Ideen zu haben. Das tun wir durchaus, indem wir die anderen Working Groups fragen. Also gerade die Data Working Group hätte allen Recht dazu. Die Arbeit ist anstrengend genug, sich da mehr Hilfe in Form von besseren Software-Tools anzufordern. Es steht auch noch die Umsetzung von Teilen der DSVGO an. Und ab und zu gibt es auch immer wieder den Wunsch, ob man nicht eigentlich mal so langsam auf Vektorteils umsteigen könnte, wo der aktuellen Stand der Technik eher hinterherhängen. Und auch die Ideen zu einem besseren Datenmodell, denn auch da ist es so, dass OSM so umständlich ist, dass man auch durchaus um den Faktor 4 bis 10 weniger Rechenleistung brauchen könnte, um im Wesentlichen die gleichen Ergebnisse wie heute zu erzielen. So, Probleme. Warum kann man nicht einfach sagen mit, okay, dann kaufen wir die Software ein, beziehungsweise schreiben sie aus? Naja, die Ergebnisse mit den Studenten beim Google Summer of Code sind eher durchwachsen. Mit Ausschreibungen haben wir so überhaupt keine Erfahrung. Schwierig ist auch die Abgrenzung zu freiwilligen Arbeit, komme ich gleich nochmal zu. Und es hat gerade zur DSVGO eine Ausschreibung gegeben, auch in mehreren Anläufen vom OSM Board, bei dem einfach nichts rausgekommen ist. Es hat sich da keinen Bewerber gegeben. Meine starke Vermutung, es liegt daran, dass Ruby on Rails mittlerweile sehr, das Framework für OpenStreetMap-Website mittlerweile sehr aus der Mode gekommen ist. Unser Ansatz ist da, möglichst alle Schritte öffentlich zu machen, gerade auch um die Koordination mit den Freiwilligen sicherzustellen. Das Einzige, was wir jetzt nie öffentlich machen wollen, ist den Verriss untauglicher Angebote, weil es hilft einfach keinem. Wenn man sich herausstellt, dass man einen Bieter wegen der Qualität einfach gar nicht haben will, dann werden wir es ihm sicherlich eher nahelegen, wir haben sicherlich eher nahelegen, das Gebot zurückzuziehen. Wir haben öffentliche Meetings von einer Stunde Dauer im Zwei-Wochen-Takt. Das hat sich auch gut bewährt. Und taktet allerdings auch die Aktivität, weil über die Beschlüsse dort und die Vorbereitung der nächsten Sitzung hinaus passiert realistischerweise nicht so viel. Wir haben unseren Papierkram, damit es auch endlich mal vorangeht, sowas wie die Ausschreibungsbedingungen, Regeln und die Bewertungskriterien. Übrigens nicht, aber die Regeln uns möglichst vom Microgrants-Framework abgeschaut, damit wir auch wirklich vorankommen. Und wir wollen zuerst kleine Projekte auswählen, damit wir erstmal rauskriegen, ob unser Prozess der Ausschreibung überhaupt funktioniert. Und erstes Ergebnis, die von der EWG ausgewählten kleinen Projekte sind doch laufend von Freiwilligen umgesetzt worden. Die User können sich bald selbst löschen. Eine andere Aufgabe war, dass Moderatoren Kommentare zu Nodes entfernen können. Die sind einfach implementiert worden, bevor wir überhaupt in die Nähe der Ausschreibung gekommen sind. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil auch für die Dinge, diese Dinge sind ja alle lange vorher liegen geblieben und auch dafür gibt es also anscheinend Freiwillige. Das heißt, wir stehen jetzt nun wieder andersherum vor dem Problem, dass wir neue, leicht umsetzbare Ideen finden müssen. Wir haben es bisher noch nicht geschafft, Geld auszugeben, Vertragsbedingungen und Bewertungskriterien für die Ausschreibung jetzt fertig. Wir haben von Jochen Topf eine Vorstudie zu Datenmodelländerungen bekommen, ein Angebot, das haben wir auch gebilligt, damit wir endlich auch mal was beschließen. Und noch nicht fertig haben wir damit die Pipeline. Ideen sammeln wir gerade kräftig. Ausschreibungen könnten wir zwar machen, aber wir haben keine Idee, die ausschreibungsreif ist. Dazu müssen wir eben erst kommen. Und Umsetzungsbetreuung wird dann erst anfangen, wenn tatsächlich Jochens Vorhaben beginnt. Und dann müssen wir eben sehen, dass wir die Teile der Pipeline alle gleichermaßen gefüllt bekommen.
Daher mein Appell, unser Appell an alle Zuhörer, wenn es Ideen für fehlende Software gibt, bitte an uns, gerne auch sofort. Und wir werden zwar nicht alles davon umsetzen können, aber es liefert uns einen Überblick darüber, was die Leute wirklich brauchen und haben wollen. Nehmt auch gerne an den Sitzungen teil, denn dafür sind sie öffentlich. Und bewerbt euch auch gerne als Working Group Mitglieder, denn wir können mehr Mitglieder gebrauchen. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, Roland, ganz vielen Dank für diesen hervorragenden Vortrag. Ich sehe tatsächlich noch keine Fragen, aber aus dem Chat sehe ich, dass dass der Ausblick auf das neue Datenmodell großes Interesse findet. Roland, kannst du etwas sagen, was denn so die nächsten Aktivitäten, die konkreten Aktivitäten sind im Hinblick auf die Verbesserung oder Veränderung des Datenmodells bei OpenStreetMap? Also der Kontext von der ganzen Angelegenheit ist ein Vortrag auf der State of the Map 2018 von Jochen Topf. Das sollte man als Hintergrund sich angeschaut haben. Und um eine Idee zu kriegen, worum es eigentlich geht, sehr kurz gesagt, man möchte die IDs von Nodes wegkriegen, weil die ungefähr 50% des Datenspeicherplatzes und ungefähr 80 bis 90% der Rechenleistung verschlingen gegenüber einem Modell, was eher an klassische Geometrien erinnert, wo die Wege Koordinaten haben und wo man die Topologie dann anders mit deutlich weniger Daten speichert. Was jetzt die EWG konkret gemacht hat, auch ehrlich gesagt hauptsächlich im Gesichtspunkt, damit man mal überhaupt mal sieht, ob man in der Lage ist, Aufträge zu vergeben, weil all diese Prozesse muss man auch erstmal üben, ist an Jochen Topf eine Vorstudie zu vergeben, wo er einfach mal listen soll, welche Software da geändert werden müsste und wo oder für welche Schritte tatsächlich dann auch Gewinne zu erwarten sind und wie ein Zeitplan aussieht. Und das ist jetzt eher so gedacht darüber, dass das über den Sommer fertig wird. Wir haben 10.000 € dafür angesetzt. Das ist ein eigentlicher Arbeitszeitraum von 3 Monaten, aber wir haben jetzt nicht gesagt, er muss jetzt am 1. April anfangen, das abzuarbeiten. Also ich denke, da werden wir zum Herbst hin dann mal etwas konkretere Pläne hoffentlich raussehen, was lohnende Schritte sind und was nicht lohnen oder ja, was lohnende Schritte sind und was realistische Zeitpläne sind und wo überall Arbeiten zu erwarten sind. Ja, vielen Dank. Es gibt noch eine Frage, und zwar ist ein Umstieg auf Vektorteils konkret geplant? Das ist ja ein Thema, was schon lange in der Community läuft. Die EWG hat dazu derzeit exakt null Aktivitäten, weil wir auch null Anknüpfungspunkte haben. Wenn jemand um die Ecke kommt mit einem Vorschlag, als Mitglied dafür Lobbying macht oder wie auch immer, wird das wahrscheinlich funktionieren. Wir haben eben von uns aus gesagt, der Leidensdruck ist da nicht in einer Weise da, wie das eben ist mit den Restarbeiten für die OSM-Website, wo man sagt, man will den Arbeitsgruppen, vor allem der DWG, aber auch der MWG und der CWG, das Leben so weit vereinfachen, dass da die Freiwilligen mit der Website besser arbeiten können. Von daher, nein, da gibt es gerade nichts Konkretes. Da müssten wir mehr Leute in der EWG für kriegen. Also da Freiwillige gerne zu den Sitzungen oder sonst wie Kontakt aufnehmen. Eigentlich jede Form von Aktivität hilft da. Okay. Eine Frage, wo finde ich die öffentlichen Meetings, um teilzunehmen? Ich muss mal gucken, wahrscheinlich das Einfachste, wenn ich einen Link in den Chat werfe. Jetzt habe ich mangels Datenverbindung genau diese Seiten auch Ist mit eine gute Idee. zugemacht. Das sollte aber nicht zu lange dauern. So, plopp. Und es ist OSM noch eine Frage. Foundation-Seite, ja. Sprich, ich kann das parallel beantworten. Eine Frage, wie könnte das neue Datenmodell aussehen? Gibt es einen Entwurf? Ja, wie gesagt, ich würde auf den Vortrag verweisen, sollte sich da auch nicht zu sehr darauf festbeißen, weil wir sprechen eher bei einem Horizont von 5 Jahren. Und eigentlich ging es eher darum, aus den Dutzenden Ideen, die da so rumspuken, sich auf also die zwei wesentlichen interessanten Ideen sind, die IDs von den Nodes wegzubekommen, weil das ist die Datenmenge halbiert.
Und, oh Gott, falsches Fenster auf. So, ja, wenn man das falsche Fenster auf, Entschuldigung. Jetzt besser. Die Idee ist einerseits, die IDs von den Nodes wegzubekommen, weil das die Datenmenge halbiert, und andererseits bei den Areas eine etwas robustere Lösung zu haben als das heutige Mix aus Tags, Multipolygon, Relationen und so weiter. Das sind die beiden einzigen interessanten Änderungen. Das sind ja tiefgreifende Aussichten. Ja, Ich zu den sehe. Op Wenn du was anmerken kannst zu den Operations, das ist mir bekannt, wollen wir auch unterstützen. Aber es ergibt natürlich jetzt nichts, wenn wir keinen Sinn, wenn wir jetzt da schreien, hier, hier, hier. Sondern es ist eher so, wenn wir jetzt jemanden haben, der bei uns sagen würde, mit der möchte das unbedingt begleiten, dann wird die EWG halt da die OWG unterstützen und oder die OWG mit Implementierung versorgen. Aber es gehört auch. Das gehört auch ein Gewinn dazu, wenn die Arbeitsgruppen sich nicht unnötig in die Quere kommen, sondern jeder lieber seine Sache richtig macht. Okay. Gut, Roland, ich danke dir. Ja. dann hätte ich Achso. noch eine Anmerkung an den Tobias mit der Zusammenarbeit. Ja, sehr gerne. Wir müssen diese Ausschreibung ans Funktionieren kriegen. Und ehrlich gesagt, aktuell versteht in der OSMF, also sprich EWG plus Vorstand, versteht eigentlich niemand, warum diese Ausschreibung wirklich gescheitert ist. Also in dem Sinne von mit, wir müssten die folgende geänderte Ausschreibung wieder neu veröffentlichen, damit jemand auch ein sinnvolles Gebot drauf abgibt. Also von daher ja gerne, weil diese Arbeiten müssen alle noch gemacht werden. Ja, Roland, dann danke ich dir ganz herzlich für deinen Vortrag und für die interessanten Antworten auf die Fragen.